Guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Am 22. April 2015 meldete das Schweizer Radio, dass Saudi-Arabien die Luftangriffe gegen die Houthi-Rebellen im Jemen für beendet erklärt habe. Die von den Saudis angeführte arabische Militärallianz flog seit dem 26. März nach eigenen Angaben mehr als 2000 Angriffe auf die Stellungen der Houthi-Rebellen. Noch am selben Tag vermeldete das Schweizer Radio und Fernsehen, dass die saudischen Luftschläge offenbar weitergehen. Eine Lösung für Jemen sei nicht in Sicht. Doch wer ist wirklich an einer Lösung im Jemen interessiert? In der heutigen Sendung werfen wir einen Blick auf die Ursachen des seit Jahrzehnten andauernden Jemen-Konflikts. Inzwischen sollte eigentlich allen klar sein, dass es sich beim neuesten Jemenkrieg wiederum um nichts anderes als um einen Krieg um den US-amerikanischen weltweiten Vormachtsanspruch handelt. Wie erkennt man nun einen solchen Krieg um die US-amerikanische Vormachtstellung? Dabei möchten wir speziell drei Punkte näher in Betracht ziehen. In der heutigen Sendung werden wir drei Aspekte des ersten Punktes aufführen, was die Merkmale eines Konflikt- bzw. Ziellandes sind. In einer nachfolgenden Sendung werden da noch zwei weitere Punkte aufgeführt. Nun zum ersten Aspekt der Merkmale eines Ziellandes, an dem man erkennt, dass es sich um US-amerikanische Machtinteressen handelt. Das Zielland ist von geopolitischer Bedeutung, sei es wegen seiner Bodenschätze oder strategischen Lage im Hinblick auf andere Zielländer wie zum Beispiel den Iran. Die Bodenschätze spielen im Jemen eine untergeordnete Rolle. Doch um den roten Faden zu gewahren, die Förderung des Erdöls überließ die jemenitische Regierung bis anhin amerikanischen, französischen und koreanischen Unternehmen. Die Erdgasvorräte des Landes werden zu zwei Dritteln in die USA exportiert. Von weit gewichtigerer Bedeutung jedoch ist Jemens geopolitische Lage an der Südspitze der arabischen Halbinsel. Vor allem Aden, die viertgrößte Stadt im Jemen, ist von strategischer Bedeutung. Aden liegt am Golf von Aden, weniger als 200 Kilometer westlich der Meerenge, die den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet. Schon im Jahr 1839 besetzten die Briten Aden, das zum Stützpunkt auf dem bedeutenden Seeweg nach Indien wurde. Mit der Eröffnung des Suezkanals 1869 stieg die strategische Bedeutung Adens für Großbritannien weiter. In Aden befand sich ein wichtiger britischer Militärstützpunkt, der den Eingang des Roten Meeres hätte blockieren können. Nachdem die Briten 1968 nach einem fünfjährigen Guerillakrieg ihre Truppen zurückzogen, hätten die Amerikaner laut dem Nahostexperten Christoph Hörstel das Empire übernommen. Seither kontrollieren US-Kriegsschiffe und US-Flottenverbände den Golf von Aden. Jemen stellt die Verbindung zu den US-Basen im ostafrikanischen Djibouti und Diego Garcia im Indischen Ozean dar, die heute die größte US-Marinebasis außerhalb der USA ist. Durch dieses geografische Dreieck könne Washington den gesamten Indischen Ozean kontrollieren und Erzrivale Iran in Schach halten. Für ein weiteres Merkmal übergebe ich nun an meine Kollegin im Studio Dresden. Vielen Dank, Studio Weinheim. Als weiteres Merkmal des Ziellandes muss die politische sowie wirtschaftliche Ausrichtung der Konfliktparteien im Land betrachtet werden. Dabei gibt es eine ganz einfache Unterscheidung. Entweder ist die Konfliktpartei pro-amerikanisch gesinnt und beugt sich deren wirtschaftlichen sowie politischen Interessen. Oder sie ist nicht pro-amerikanisch gesinnt. Der ins Exil geflüchtete jemenitische Präsident Abdel Rabo Mansour Hadi gilt unbestritten als Verbündeter der USA und soll deshalb mit allen Mitteln wieder an die Macht zurückgebracht werden. Hadi wurde im Jahre 2012 infolge des arabischen Frühlings als einziger Kandidat zum Präsidenten gewählt. Auch der frühere Präsident Ali Abdur Saleh, der das wiedervereinigte Jemen von 1990 bis 2012 regierte, galt als Mann des Westens und auch als Verbündeter der USA. Schon in dem seit 2004 geführten Bürgerkrieg zwischen der zaidistischen Al-Houthi-Bewegung und der jemenitischen Regierung sollen die USA wacker mitgemischt und der jemenitischen Regierung Waffen und logistische Unterstützung zur Verfügung gestellt haben. Gemäß einer Erklärung der Houthis wurden mindestens 120 Leute durch die mutmaßlichen US-Luftangriffe getötet sowie 44 verletzt. Sehen Sie den US-amerikanischen roten Faden?
Auf der anderen Seite stehen die eben nicht vorbehaltslos proamerikanisch gesinnten Houthis. Die Houthis gehören den schiitischen Zaiditen im Nordjemen an, die 30-45% der Bevölkerung im Jemen ausmachen. Aus diesen bildete sich Anfang der 90er Jahre die Bewegung der Houthis. Laut Jemen-Kenner Peter König hatten die Houthis einen sozialistischen Anstrich. Sie halfen den Armen, organisierten Jugendlager und wuchsen zur größten Gruppe im schiitischen Nordjemen heran. Immer wieder kam es zum Konflikt mit der Regierung Salehs. Seit nun die Houthis im September 2014 die Hauptstadt Sanaa kontrollierten und zeitweise Aden besetzten, hatten die USA am 22. März 2014 aus Sicherheitsgründen eigene bei Aden stationierte Soldaten abgezogen. Sie hatten die inzwischen von den Houthis eroberte Luftwaffenbasis Al-Anad als Drohnenstützpunkt im Antiterrorkampf genutzt. US-Soldaten trainierten dort zudem jemenitische Spezialeinheiten. Die Houthis lehnten jedoch die Einmischung der USA und den von ihr geführten Drohnenkrieg gegen Al-Qaida seit Anbeginn vehement ab. Die Bürger Jemens empörten sich zunehmend über die Zahl der zivilen Opfer bei den Drohnenangriffen. Laut dem Bureau of Investigative Journalism in London seien 98% aller Toten durch Drohnenangriffe Zivilisten. Auch stellte sich laut einem Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahre 2013 heraus, dass die Operationen der US-Streitkräfte zusammen mit der jemenitischen Armee gar nicht gegen die Al-Qaida gerichtet waren. Viele der von den USA angeblich getöteten Schlüsselfiguren seien Houthi-Kämpfer im heimischen Bürgerkrieg gegen die Regierung. Dies stehe jedoch im krassen Widerspruch zu den Behauptungen von US-Beamten, dass, ich zitiere, Drohnen nur Al-Qaida-Leute angreifen, die die USA bedrohen. Schon allein diese Indizien machen klar, dass es im Jemen um die regionale und auch globale Vormachtstellung der USA geht. Für einen nächsten Aspekt der Merkmale des Ziellandes übergebe ich nun zurück ins Studio Weinheim. Danke, Studio Dresden. Nun muss noch ein dritter Aspekt beachtet werden, was die Merkmale des Ziellandes betrifft und verrät, dass es um US-amerikanische Vormachtstellung geht. Das Feindbild. Alle Kräfte oder Regierungen eines Landes, die sich nicht bedingungslos den US-amerikanischen Interessen unterstellen, werden durch die Medien und vor allem durch US-Politiker als die Bösen gebrandmarkt. So prägte der damalige US-Präsident George Bush im Jahr 2002 den Begriff »die Achse des Bösen«. Damals meinte Bush die Länder Nordkorea, Iran und Irak. Sie seien mit Terroristen verbündet und würden den Weltfrieden bedrohen. Diese sogenannte Achse des Bösen kann nun von den US-Präsidenten nach Belieben ergänzt und zur Rechtfertigung von militärischen Interventionen missbraucht werden. So bezeichnete Obama auch schon den Jemen oder Syrien und weitere Länder als Achse des Bösen. Deshalb verwundert es kaum, dass die Houthis ständig als Rebellen oder Terroristen gekennzeichnet werden. Genauso wie die neu entstandenen Volksrepubliken im Südosten der Ukraine als Rebellen oder Separatisten bezeichnet werden. Dabei wird natürlich nicht erwähnt, dass die Houthis einen gemäßigt politischen Flügel sowie einen militanten Flügel vereinen. Die Houthis sind sehr wohl zu einer diplomatischen Lösung bereit. Dies bestätigte auch der Diplomat und ehemalige UN-Sonderbeauftragte für den Jemen, der Marokkaner Jamal Ben Omar. Der Aufstand der Houthis sei allein deswegen erfolgt, weil der Übergangspräsident Hadi seiner alleinigen Aufgabe nicht nachgekommen sei, demokratische Wahlen zu veranlassen. Laut Jamal Ben Omar seien seine Bemühungen um friedliche Lösungen nur deshalb nicht zustande gekommen, weil sie von den Saudis regelmäßig zurückgewiesen worden seien. Ferner ist noch ein weiteres Feindbild im Zusammenhang mit dem Jemen-Konflikt zu erwähnen, nämlich der Iran. So wurde schon im Jahr 2004 seit Beginn des Bürgerkrieges im Jemen der Iran des wiederholten Males beschuldigt, den Aufstand der Houthis zu führen und zu finanzieren. So sagte die amerikanische Journalistin und Kennerin Saudi-Arabiens Karen Elliott House am 23.04.2015 im Schweizer Radio, die aktuellen Ereignisse würden als eine Einmischung des Irans im Jemen dargestellt, als Bedrohung der Sicherheit Saudi-Arabiens. Der Iran sei der Feind Nummer 1, 2 und 3 und müsse bekämpft werden.
Demgegenüber stellte der ehemalige UN-Sonderbeauftragte Benoît kategorisch fest, dass er in den 3 Jahren seiner Anwesenheit im Jemen nicht die geringste Einmischung des Iran feststellen konnte. Auch Sprecher der Houthis sowie die iranische Regierung wiesen diese Behauptung als Propaganda gegen den Iran zurück. Dazu ein Zitat eines Sprechers des iranischen Außenministeriums. Wir glauben, dass das Problem des Jemen eine innere Angelegenheit ist. Und wir denken, es sollte eine politische Lösung gefunden werden. Blut kann nicht helfen, die Probleme zu lösen. Meine Damen und Herren, soweit die wesentlichsten Merkmale eines Konflikt- bzw. Ziellandes am Beispiel Jemen. Diese bestätigen die Sichtweisen, dass auch im Jemen-Konflikt die US-amerikanischen Strategen die Regie führen. Nur so kann erklärt werden, dass dieser Krieg, bei dem wiederum die Infrastruktur eines Landes zerstört wird und der vor allem die Zivilbevölkerung trifft, überhaupt möglich ist und kaum auf Widerstand stößt. So seien gemäß UN-Angaben unter anderem mehrere Krankenhäuser, Schulen, Brücken, Moscheen und die 3 größten Flughäfen des Landes zerstört worden. Mehr darüber in unserem 2. Teil, in dem wir auf die 2 weiteren Punkte eingehen, wie man nun einen Krieg um die US-amerikanische Vormachtstellung als solchen erkennt. Auf Wiedersehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem 2. Teil, Jemen. Wie erkennt man einen Krieg um die globale US-Vormachtstellung? Nachdem wir in Teil 1 die Merkmale eines Konflikt- bzw. Ziellandes erläutert haben, betrachten wir nun in dieser Sendung 2 weitere Punkte. Zu Punkt 2. Was sind die Merkmale der US-amerikanischen Komplizen, die stellvertretend im Land den Krieg entfachen bzw. führen? Wie schon in Teil 1 erwähnt, gibt es hierbei ein wesentliches Hauptkriterium. US-Verbündete müssen pro-amerikanisch gesinnt oder loyal sein. Ihnen wird eine bessere Zukunft mit vielen Vorteilen versprochen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um gewaltbereite Terroristen, religiöse Fanatiker oder sogar absolute Monarchien handelt, wie im Fall von Saudi-Arabien. So dürften Menschenrechte verletzt werden, Gewalt ausgeübt, demokratische Grundsätze missachtet werden und so weiter. Denn als US-Verbündete werden sie kaum belangt, im Gegenteil, sogar noch unterstützt. So hat sich der deutsche CSU-Chef Horst Seehofer für den Export von Militärgütern nach Saudi-Arabien ausgesprochen. Der rote Faden, wenn es um die US-amerikanische Vormachtstellung geht, zeigt sich ganz einfach. Der Zweck heiligt die Mittel. Dass der Zweck, also die US-amerikanische Vormachtstellung, die Mittel, sprich die Menschenrechtsverletzungen der US-Verbündeten, heiligt, wird am folgenden Beispiel Saudi-Arabiens besonders deutlich. In Saudi-Arabien ist der Wahhabismus Staatsdoktrin. Der Wahhabismus ist eine extreme Richtung des sunnitischen Islams. Die Wahhabiten erklären viele andere Muslime zu Abweichern und Schiiten gar zu Nichtmuslimen. Die folgenden Praktiken im öffentlichen Leben Saudi-Arabiens sind auf den Einfluss des Wahhabismus zurückzuführen. Frauen dürfen kein Auto fahren, als einziges Land der Welt. Frauen dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mit fremden Männern zeigen. Es gibt öffentliche Scharia-Strafen wie Hinrichtungen und Auspeitschungen. Die freie Religionsausübung ist verboten. Des Weiteren werden von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International folgende Tatbestände aufgelistet: Inhaftierungen gewaltloser politischer Gefangener, Unterdrückung der Meinungs- und Religionsfreiheit, Haft ohne Anklage und Gerichtsverfahren, Ausweisung politisch Verfolgter, die sogenannte Hadd-Strafe bzw. Amputation von Körperteilen, die Anwendung der Todesstrafe. Wer kann da noch angesichts solcher Praktiken eines US-Verbündeten sagen, dass es der US-Regierung auch nur ansatzweise um demokratische Grundsätze, Menschenrechte oder den Weltfrieden geht? Stattdessen werden demokratisch gewählte Staatsoberhäupter wie Assad oder Putin als Diktatoren und Gefahren für den Weltfrieden bezichtigt. Als weiteres Merkmal US-Verbündeter erweist sich, dass diese in den Zielländern der US-Strategen, wie in Syrien oder im Jemen, Unruhen bis hin zu Bürgerkriegen stiften.
So wurde der Jemen-Konflikt von Anbeginn durch ständige Angriffe Saudi-Arabiens und der sogenannten Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, kurz AGIP, von außen geschürt. Erst kürzlich, Mitte Oktober 2014, sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einer Houthi-Versammlung in die Luft und riss 50 Personen in den Tod. Am 21. Oktober 2014 mussten weitere 33 Menschen bei einer Bombe in einem Amtshaus sterben. Die Houthis warfen der Regierung vor, nichts gegen die Anschläge der Al-Qaida zu unternehmen. Wie wir in den Sendungen berichteten, welche Sie im Bildschirm eingeblendet sehen, wurde Al-Qaida in den 90er Jahren von der CIA inszeniert, finanziert, ausgerüstet und für US-Interessen instrumentalisiert. Soweit zu Punkt 2 über die Merkmale US-Verbündeter, dass erstens der Zweck die Mittel heiligt und zweitens, dass sie Unruhen im Zielland schüren. Für den dritten Punkt, was die Merkmale einer solchen Kriegsführung der US-Verbündeten betrifft, übergebe ich nun weiter ins Studio Wiesbaden. Danke, Studio Dresden. Nun zu unserem dritten Punkt, zu den Merkmalen einer stellvertretenden Kriegsführung der US-Verbündeten. Als roter Faden der modernen US-gesteuerten Kriege erweist sich, dass ganz gezielt zivile Personen und Einrichtungen angegriffen werden, wie wir es in unserem Lehrfilm »Wie funktionieren moderne Kriege?« erläutert haben. Dies wird im Dokumentarfilm »Wenn Amerikas Präsidenten lügen« wie folgt bestätigt. Waren im Vietnamkrieg noch 70% aller toten Zivilisten, so waren im Irakkrieg im Jahr 2003 und in den darauf folgenden Kriegen über 90% aller Opfer Zivilisten. Und diese Zahl kann in allen US-gesteuerten Kriegen vom Jugoslawienkrieg bis hin zum Syrien- und Jemenkrieg beobachtet werden. Auch der Jemenkrieg wäre ohne die US-amerikanische Führung nicht möglich. Ist es doch auch die USA, die laut eigenen Angaben Saudi-Arabien und dessen Verbündeten logistische und geheimdienstliche Unterstützung gewähren, Waffen liefern und die Luftangriffe koordinieren. Auch im Jemenkrieg geht es nur darum, ein strategisch wichtiges Zielland von innen her zu schwächen, zu destabilisieren und eine mögliche Opposition gegen die US-amerikanische Vorherrschaft samt Frauen und Kindern zu vernichten. Hier nur einige offiziellen Zahlen der Vereinten Nationen aus einer Reuters-Meldung vom 17. April 2015. Die Zahl, dass 90% aller Opfer Zivilisten seien, scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Tausende Familien seien aus ihren Häusern geflohen. 150.000 Menschen seien auf der Flucht. Etwa 7,5 Millionen Menschen benötigten Hilfe. Unter anderem seien 5 Krankenhäuser, die 3 größten Flughäfen des Landes, 15 Schulen, Brücken und Moscheen zerstört worden. Vom 19. März bis zum 13. April wurden 767 Tote registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. Weiter wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO, der UNICEF und anderen Menschenrechtsorganisationen Folgendes gemeldet und bestätigt. Bei Luftangriffen sollen Flüchtlingscamps im Jemen getroffen worden sein. Belege für militärisch relevante Ziele seien nicht gefunden worden. In einem Flüchtlingscamp im Norden sollen mindestens 45 Zivilisten getötet und 200 weitere verletzt worden sein. Saudi-Arabiens Luftwaffe hätte ein Lebensmittellager der internationalen Hilfsorganisation Oxfam bombardiert, samt Einrichtungen zur Trinkwasserversorgung für Tausende von Familien. Innerhalb einer Woche seien mindestens 62 Kinder im Jemen getötet und 30 weitere verletzt worden. Dies scheint jedoch nur die Spitze vom Eisberg zu sein. Laut eigenen Angaben sollen die Saudis zwischen dem 26. März und dem 22. April den Jemen über 2000 Mal bombardiert haben. Ein Bericht eines jemenitischen Armeesprechers gibt bis zum 11. April folgende Zahlen bekannt. 2571 Menschen seien getötet worden, davon 381 Kinder und 455 Frauen. 1200 öffentliche Gebäude und 72 Schulen seien zerstört worden. Die Saudis hätten nicht nur Flüchtlingslager und Lebensmittellager, sondern auch Einrichtungen der Telekommunikation, Radiostationen und Kraftwerke bombardiert. Sanaa sei seit mehreren Tagen ohne Strom.
Es seien 3 Fußballstadien und 16 Tankstellen mit langen Kolonnen von Autos bombardiert worden, wobei in einem Fall mindestens 17 Zivilisten getötet und 50 verletzt worden seien. Als weiteres Merkmal einer stellvertretenden Kriegsführung der US-Verbündeten unter US-Schirmherrschaft erweist sich, dass Menschenrechtsverletzungen und völkerrechtswidrige Kriegsverbrechen kaum angeprangert werden. Wie ist es sonst möglich, dass trotz der bekannten Fakten eine Entscheidung im UNO-Sicherheitsrat über eine humanitäre Feuerpause im Jemen bis heute nicht zustande gekommen ist? Diese hatte Russland am 4. April vorgeschlagen. Dem noch nicht genug der US-Vermessenheit. Im Laufe der Militärintervention verhängte der UN-Sicherheitsrat faktisch ein einseitiges Waffenembargo für die Houthi-Rebellen. Russland enthielt sich als einzige von 14 Nationen der Stimme, legte jedoch aus unbekannten Gründen kein Veto gegen die Resolution ein. Diese Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen das jemenitische Volk befürwortet praktisch die Seeblockade und Bombardierung durch die Saudis. Dies kommt faktisch einer Legitimation für einen Völkermord an den Houthis gleich. Einige kritische Kommentatoren fragten sich, ob die Menschen im Jemen regelrecht ausgehungert werden sollen. Infolge der Seeblockade würden nun einige voll mit Nahrungsmitteln beladene Frachtschiffe vor der Küste Jemens festsitzen und auf nicht enden wollende Inspektionen warten. Für den Jemen, der 90% seiner Lebensmittel importiert, hat dies katastrophale Engpässe in den meisten der größeren Städte zur Folge. Das geistliche Oberhaupt des Irans nannte dies beim Namen und warf Saudi-Arabien Völkermord an der jemenitischen Bevölkerung vor. Meine Damen und Herren, während sich die hiesige Presse ausführlich mit dem vor 100 Jahren geschehenen Völkermord an den Armeniern auseinandersetzt, wird ein möglicher Völkermord im Jemen weder erwähnt noch untersucht. Zwar wird von den Vereinten Nationen sowie Menschenrechtsorganisationen teilweise auf völkerrechtswidrige Kriegshandlungen hingewiesen, doch scheint dies eher zu bezwecken, nicht völlig unglaubwürdig zu erscheinen. Schließlich setzt man sich für die Menschenrechte ein, sodass es sicher nicht sein kann, dass unter der US-amerikanischen Schirmherrschaft ein gezielter Völkermord stattfinden könnte. Die Zeit ist nun gekommen, dass die US-amerikanisch initiierten Kriege als Kriege um deren Vormachtstellung und als Völkermord aufgedeckt und anerkannt werden. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal auf Klagemauer TV. Ist Jemen ein Opfer der US-amerikanischen Vormachtansprüche? Mit dieser Frage heiße ich Sie herzlich willkommen. Seit der Nacht auf den 26. März 2015 bombardieren Saudi-Arabien und 9 weitere sunnitische Länder Stellungen und Waffenlager der sogenannten schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen. Laut Medienberichten soll Saudi-Arabien für den Angriff auf Jemen 100 Flugzeuge und 150.000 Soldaten bereithalten. Die Houthis kontrollieren seit letztem September die Hauptstadt Sanaa. Teilweise besetzten sie Aden, die zweitgrößte Stadt des Landes, in das sie am 5. März erneut vordrangen. Wegen ihrer Lage am Zugang zum Roten Meer ist Aden von strategischer Bedeutung. Doch wie kam es zu diesem Krieg? Wer sind die Konfliktparteien und welche Interessen stecken dahinter? Hören wir hierzu die Einschätzung von dem deutschen Journalisten und Nahostexperten Christoph Hörstel. Wir zeigen Ihnen nun einen Ausschnitt aus einem Interview mit Christoph Hörstel, das Frank Höfer am 30. März 2015 führte. Wir schauen mal sozusagen über Europa hinaus, auch wieder am Tag des Absturzes, den, ja, kann man schon so sagen, Kriegsbeginn im Jemen. Die Nachricht lautete, 150.000 Truppen schicken die Saudis in den Jemen. Mit Sicherheit auch viele deutsche Panzer mit dabei. Jetzt stellt sich natürlich für den Laien, der vom Jemen wenig Ahnung hat, was ist denn da jetzt schon wieder los? Genau, was ist da schon wieder los? Das ist eben toll. Wir haben ja das geopolitische Drehbuch der USA grundsätzlich, Staaten schwach und abhängig zu halten.
Und insofern sehen wir auch eben mit Interesse, dass da in den letzten Jahren sich die Regierung geändert hat, auch auf amerikanisches Betreiben hin. Der Jemen gehört zu den kolonialen Grenzziehungen der Briten, der Franzosen. Die Amerikaner haben das Empire übernommen. Sie führen alle miesen Politiken fort und machen es noch schlimmer. Das ist ja die große Linie, auch hier. Und was wir jetzt haben, ist die Situation, dass einfach die sehr starke schiitische Minderheit plötzlich Erfolge zu verzeichnen hat, weil die Familie des ehemaligen, auch schiitischen Präsidenten Saleh, der eigentlich vom Westen fest als unser Mann verbucht worden war, sich plötzlich auf der Seite dieser inzwischen Houthi-Bewegung genannten Kräfte verlegt hat. Und das hat tatsächlich die Machtbalance in diesem Land zum Kippen gebracht. Und nun schreien die USA, ja, wir müssen den rechtmäßigen Herrscher da unterstützen, den rechtmäßigen Präsidenten. Ja, das Problem ist natürlich, wenn der schon durch äußere Einmischung eingesetzt worden ist, dann verschwimmen die Grenzen von dem, was rechtmäßig und was unrechtmäßig ist. Ähnlich wie auch in der Ukraine und anderswo. Und unter solchen Umständen wird jetzt einfach von außen etwas verstärkt, was die Saudis da seit 10 Jahren betreiben. Seit 10 Jahren wird da eingegriffen. Die Amerikaner haben das mit Kunst und Genuss zur großen CIA-Operationsbasis angeblich gegen Al-Qaida aufgebaut und damit die Jemeniten stark verärgert. Man konnte für $50 eine Al-Qaida-Kämpfer dort mieten. Und man konnte auch für $50 jemanden mieten, der sich freiwillig als Al-Qaida-Kämpfer in den Knast setzen lässt im Jemen, um dann irgendwelche Erfolge vorzuspielen. Also das sind so absurde Verhältnisse, können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und da hinein wird jetzt einfach bombardiert. Und wen trifft man? Natürlich Zivilbevölkerung. Ausschließlich. 50 Tote waren es gestern Abend. Sämtlich in den allermeisten Fällen Zivilisten. Hauptsächlich bombardiert wurden die Zivilgebiete nahe dem Flughafen der Hauptstadt. Also was eigentlich zum Teufel machen wir hier? Ich meine, sind die Saudis so höflich, nicht zu behaupten, sie führten da chirurgische Schläge aus? Das ist ja schon mal erleichternd, ja, dass sie das nicht jedenfalls lügenhaft behaupten, so wie unsere amerikanischen Freunde. Aber hier wird es jetzt dann tatsächlich erheblich zur Sache gehen, denn die 150.000 Mann, die da bereitstehen, stellen 2/3 der saudischen Truppe dar. Alle anderen angeblich 10 Länder, die da mitmischen sollen, geben nur kleine Kontingente. Hier setzt das saudische Königshaus im Prinzip die Ruhe im saudischen Inland und seine Existenz aufs Spiel. Das müssen wir einfach wissen. Und die sind noch nicht marschiert. Das kommt nun wohl in den nächsten Tagen, wenn da angeblich genügend bombardiert ist, dass man dann losmarschiert. Was ist denn geopolitisch gesehen sozusagen das Ziel? Welches geopolitische Interesse hat man am Jemen? Also es liegt ja super am Golf. Man hat sozusagen, geht es darum, dass man sozusagen da wunderschöne Häfen... Ja, selbstverständlich, nicht wahr? Da geht es um die geplante Aus- und Einfahrt starker amerikanischer Flottenverbände. Wir erinnern uns kurz daran, dass am Golf jetzt 2 Flugzeugträgergruppen operieren, darunter auch der Franzose Charles de Gaulle mit seinen Begleitschiffen, dass 2 weitere Flugzeugträgergruppen nur deshalb noch nicht in Marsch sind, weil die Flugzeugträger selbst noch in USA auf Dock liegen. Das kommt aber plangemäß in diesen Wochen zum Ende. Und wir müssen uns einfach angucken, mit welchem, wie soll man sagen, strategischen, politischen Moment haben wir es denn zu tun? Und das sind die 5+1 Gespräche, die jetzt in diesen Tagen mit riesigem Pressefanfare angeblich in entscheidender Phase sind. Sie sind tatsächlich in entscheidender Phase, aber was wird denn da entschieden? Das ist die Frage. Und wenn wir hier sehen, dass ganz offenbar eine starke schiitische Minderheit mit Bombern und Truppen bedroht wird, und das ist eine existenzbedrohende Affäre, die wir da abrollen sehen, blutig wie sie ist, dann geht es natürlich darum, den Iran zu erpressen. Auf amerikanisch heißt das überzeugen. Wir überzeugen unsere Gesprächspartner von unserer Ansicht. So nennt man das, ganz zynisch. Und überzeugungswirksam sind dann eben Truppeneinsätze, auch wenn das durch Proxys, nicht, durch Verbündete passiert. Hier geht es eigentlich um die Vorbereitung eines Krieges gegen Iran. Und Iran hat jetzt das in der Hand, ob das Land durch Gehorchen,
den Washingtoner wünschen, tatsächlich sich bereit erklärt, seine Wirtschaftsentwicklung für 10 Jahre auf Eis zu legen im Prinzip. Das verlangen die Amerikaner, denn eine iranische Strategie, haben wir beim letzten Mal besprochen, ist ja eindeutig. Sie haben den entscheidenden Teil des Volksvermögens investiert in den Aufbau eines zivilen Atomenergieprogramms, damit man die eigenen Energierohstoffe nicht auffressen muss, sondern verkaufen kann auf dem Weltmarkt. Was machen die Amerikaner? Wunderbares System. Erstmal sorgen sie dafür oder dulden, dass die Preise nach unten gekracht werden. Im Prinzip ja auch zum Verlust amerikanischer Fracking-Firmen. Nicht? Denn Fracking ist ziemlich teuer. Das lohnt sich nur, wenn der Preis sehr hoch ist. Über $100 müsste es da schon sein. Da sind wir jetzt weit drunter. Mit anderen Worten, das kann ganz unangenehm werden, auch für amerikanische Großfirmen. Das aber ist dem Empire offenbar der Schlag gegen Iran, Russland und Venezuela wert. Nicht? Das sind so die Dinge, die da zu Buche stehen. Und das wird eben klar garniert mit dem beschriebenen militärischen Aufmarsch. Und hier soll einfach der Iran an die Wand gedrückt werden und Russland eben am liebsten auch. Wir müssen das immer im Kontext sehen. Also wir können ganz klar von einem Stellvertreterkrieg sprechen. Es ist eindeutig, kein Analyst weltweit stellt das in Abrede, ist ein Stellvertreterkrieg, in dem die USA gegen den Iran kämpfen. Das ist es. Und der Iran hat jetzt die Wahl, in den nächsten Wochen klarzulegen, ob er denn eigentlich riskieren möchte, dass sich der Krieg direkt gegen ihn richtet. Rechtzeitig kommen wieder die Gerüchte auf um irgendwelche saudischen Luftkorridore für israelische Bomber Richtung Iran. Das ist natürlich alles Mumpitz. Wenn die Amerikaner das nicht erlauben, wird das nicht passieren. Aber... Und sie sind weit entfernt. Amerika möchte alles andere als einen Krieg gegen Iran. Das ist nicht das geplante Ende der Obama-Präsidentschaft. Aber wer plant denn? Doch nicht Herr Obama. Und insofern sind wir da ganz ruhig. Die Finanzmafia hat auch hier tief ihre Finger drin, zusammen mit der Energiemafia. Ohne die Medienmafia könnten wir alle nicht so schön belogen werden. Das ist das Drecksvolk, mit dem wir zu tun haben im Prinzip. Und das uns hier bedrängt und die Bundesrepublik und Europa gerne überall mit einbezieht. Hauptsache, alle verlieren außer Washington. Wieder einmal muss also ein Land in ähnlicher Weise wie auch die Ukraine, der Irak oder Syrien für globale Vormachtansprüche herhalten. Wieder einmal erweisen sich die Drahtzieher hinter der US-Regierung als Regisseure, ohne deren Billigung auch der Jemenkrieg nicht stattfinden würde. Verehrte Zuschauer, wie lange lässt sich die Weltgemeinschaft das noch bieten? Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um.
Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen, Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt, erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt, Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens, sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen, was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.